Hallo liebe Tierfreunde, heute wollte ich euch mal zeigen, welche Tiere bei uns leben. Das ist unsere Via. Via schläft immer ganz gern. Ja, ist halt ein bisschen ruhiger, man sieht es auch am Gewicht. Hier haben wir unsere Katze Lucy erwischt. Im Bett schlafen ist tabu. Eigentlich sind die Betten aufgeschlagen zum Lüften, aber das interessiert Lucy gar nicht. Sie mag bei uns im Bett liegen. Ja. Bei uns im Garten ist eine große Vogelvoliere. Dort leben Zebrafinken, Kanarienvögel, Wellensittich. Und es gibt auch noch zwei Meerschweinchen, die hier mit drin leben. Aber man sieht natürlich nichts. Naja, vielleicht zeigen sie sich später. Außerdem gibt es bei uns im Garten ein großes Gehege für unsere Meerschweinchen. Hier leben zurzeit 9, 8 Mädels und ein Kastrat. Unser Gehege, mal zu schauen. Es geht weiter, 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 weiter. Auch verschiedene Ebenen. Eben gab es gerade Frühstück. Frühstück ist immer Heu. Und sie lieben ihr frisches Heu vom Bauern. Und nicht zu vergessen, bei uns im Garten gibt es auch noch einen kleinen Goldfischteich. Auch die Goldfische haben sich versteckt heute Morgen. Es lag bestimmt an dem dollen Regen von letzter Nacht. Aber dafür ist der Teich schön voll. Diesmal ein kleiner Einblick. Ein kleiner Einblick über unsere kleine Tierwelt. Und wen sehen wir jetzt da? Unsere Meerschweinchen, die noch mit in der Voliere leben. Wir sind noch zwei. Da ist der Kalle. Die haben natürlich hier auch sehr viel Platz, die Beine. Die haben die ganze Grundfläche von der Voliere. Und dort oben gehen sie rein in ihren Schutzraum. Und der Schutzraum ist auch nochmal um die 4 Quadratmeter groß. Die Vögel leben oben und die Meerschweinchen leben unten. Und jeder profitiert davon. Die Meerschweinchen bekommen Körner und die Vögel Grünfutter. Eine Zweckgemeinschaft. Tschüss und liebe Grüße, euer Frank.